Hallo, mein Name ist Christian Peschke. Ich stehe heute hier im Serverraum unserer Qualitätsabteilung. Im Hintergrund laufen unsere Zuspielserver für unsere Silent Brick und Silent Cube Systeme. Und was wir hier sehen, ist ein Silent Brick System im Vollausbau mit 5 Petabyte Bruttokapazität. Das besteht aus Controller, Silent Bricks, SAS-Switches und Silent Brick DS Einheiten, die man eben stufenweise hier dazu nehmen kann, um eben im Vollausbau aktuell auf 5 Petabyte brutto kommt. Controller, das ist das Herzstück des ganzen Systems, den gibt es in unterschiedlichen Ausbaustufen und mit unterschiedlichen Interface-Typen. Der kann mit 5 Bricks bestückt werden und so ein Brick hier, das ist ein Silent Brick mit einem E-Paper-Display, den kann ich natürlich airgappen, also es muss jetzt nicht zwingend ein Tape sein, um ein Airgap zu generieren, es kann auch eher ein Festplattensystem sein, wie ein Silent Brick, kann ich hier rausnehmen. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein komplettes Backup, ein Wochenbackup drauf habe, kann ich hier einen Transportkoffer nehmen und kann diesen Transportkoffer mit dem Silent Brick bestücken und das komplette Wochenbackup einfach in einen sicheren Tresor legen und das Ganze airgappen. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, die ich hier habe, um große Archivmengen zu speichern. Es ist sinnvoller, den Silent Brick DS zu verwenden, der eben jeweils immer eine Höheneinheit hat, mit 12 Festplatten bestückt ist. Im Falle zum Beispiel hier im VTL-Modus im Erasure-Coding-Betrieb läuft, linear und dabei 4 Redundanzen hat. Und genau, schauen wir mal hinter das System. Das ist der SAS-Switch, der bis zu 15 Silent Brick DS anbinden kann und auch der Controller und sowohl die Silent Brick DS als auch die Controller haben alle redundante Power Supplies, redundante Lüfter. Also wenn mal irgendwie ein Netzteil ausfällt oder ein Lüfter ausfällt, unterbricht es den Regulärbetrieb in keinster Weise. Wir schauen uns jetzt mal so ein Silent Brick DS im Detail an. Vorhin haben wir ja schon 26 Stück im Verbund mit 5 Petabyte Bruttokapazität gesehen. Hier mal ein einzelner, die gibt es in unterschiedlichen Kapazitätsstufen. 48 Terabyte brutto, 96 Terabyte oder eben 192 Terabyte. Das ist jetzt die mittlere Ausbaustufe mit 96 Terabyte. Die im Inneren 12 Platten beinhaltet. Und wie schon gesagt, ist das Ganze hier ein Erasure Coding Set. 12 brutto bzw. 8 netto bzw. 4 beliebige können da drin ausfallen, ohne dass ich Daten verliere. Dabei werden die Daten eben linear über die Platten geschrieben und so bin ich eigentlich auch sehr gut gegen eine Ransomware-Attacke gesichert. Und zusätzlich zu diesem linearen Schreiben machen wir kontinuierliche Audits. Das heißt, System überprüft sich einmal im Monat selbst, ob alle Bits auf den Platten genauso im gleichen Zustand sind, wie sie ursprünglich waren, als das Datum geschrieben wurde. Um einen Chargenfehler eben auch noch auszuschließen, verbauen wir hier 3 unterschiedliche Hersteller. Im Worst-Case-Szenario, wenn ein Plattenhersteller mal ein schlechtes Batch produziert hat und eine komplette Charge ausfällt, habe ich immer noch 8 Platten übrig und die Datenintegrität ist nach wie vor gewährleistet. Das ist sozusagen so, ist ein Silent Brick DS aufgebaut und bei einem Defekt erkennt es die Software natürlich durch den Audit und die Platte wird dann sozusagen im nächsten Serviceintervall einfach turnusmäßig getauscht und ich habe sozusagen hier eine Sicherheit, die über dem liegt, was man normalerweise bei einem gespiegelten RAID 6 hat und habe dennoch viel weniger Platten hier involviert, das heißt, es ist immer noch 40% günstiger als ein vergleichbares RAID-System. Also es ist einfach ein ganz anderer Level der Sicherheit. Wir stehen jetzt hier im Labor, schauen uns jetzt mal ein System an dem wir gerade arbeiten. Wir haben ja unterschiedliche Forschungssysteme, also wir bauen neue Hardware, wir entwickeln natürlich neue Software-Stacks und hier eben beides kombiniert, neue Hardware kombiniert mit neuer Software. Was ist das? Das ist ein Speichersystem, das ab 5 Petabyte losgeht, wo wir ein noch besseres Brutto-zu-Netto-Verhältnis dadurch erzielen, dass wir die
das Erasure-Set nicht mehr nur pro Einschub machen, sondern dass wir das Erasure-Set über mehrere Einschübe verteilen, eben vertikal über 20 spannen. Dadurch kriege ich ein Brutto-zu-Netto-Verhältnis von 20 zu 16, habe dann nunmehr nur noch 20% Overhead und trotzdem 4 Redundanzen. Das ist einfach ein höchstes Maß an Sicherheit und zugleich einfach ein sehr gutes Brutto-zu-Netto-Verhältnis. So kann ich da einfach, komme ich noch näher an das Pricing von einem Tape-System. Also wenn ich jetzt hier eine Kopie von einem, sagen wir mal jetzt 20 Petabyte System machen will und an der zweiten Location kein weitere Tape-Kopie haben will, sondern sage, ich brauche da was, wo ich wirklich wahlfreien Zugriff habe, kann man so ein System verwenden. Und genau, es hat auch mehrere Köpfe, also alles ist redundant ausgelegt. Wenn Platten ausfallen, dann gibt es Spare-Platten, die die Arbeit der defekten Platte übernehmen. So habe ich hier auch sozusagen einen Zero-Admin-Ansatz, dass ich im Prinzip das System einmal installiert, nachdem ich es einmal installiert habe, dann jahrelang ganz normal laufen lassen kann, ohne dass ich hier kontinuierlich Wartungen machen muss oder, sage ich mal, Downtimes habe. Ja, vielen Dank, dass ihr mich heute in das Labor begleitet habt und bis demnächst.